meine Großmutter hat ja Auschwitz als ihr Paradies bestätigt und hat gesagt, also dort könnte ich sterben, so schön ist dort. Meine Großmutter hat ja Auschwitz als ihr Paradies bestätigt und hat gesagt, also dort könnte ich sterben, so schön ist dort. Also wenn Auschwitz für sie ein Paradies ist, und das frage ich mich dann halt immer, wie sieht dann Hölle für sie aus? Also ich glaube, dafür gibt es keine Dimension des Verstehens mehr. Für mich war es einfach auch der Punkt, dass mein Vater einen Vertrauensbruch bei mir begangen hat in dem Moment. Was ist so schlimm daran? Und ich sage das heute noch, keiner der Kinder ist verantwortlich für das, was der Großvater getan hat. Es gibt keine Sippenhaft in dem Bereich. Ich kann nicht die Verantwortung übernehmen für Taten, die ein anderer getan hat. Aber warum hat er mir das nicht erzählt? Warum war er nicht so offen und ehrlich, wie ich es zu meinen Kindern bin? Also aufgearbeitet in meiner Familie wurde eigentlich nie, sondern eher glorifiziert. Und sie hat immer gesagt, mein toller Ehemann, der gute Soldat. Also es wurde auch nie gesprochen von dem Vernichtungslager, sondern man hat immer gesprochen, er war Wärter, Direktor eines Gefängnisses. So, es klingt natürlich viel schöner, als zu sagen, er war hier der Chef und derjenige, der das Ganze überhaupt möglich gemacht hat. Und 2008 habe ich begonnen, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich einfach gesehen habe, wie dieser Rechtsdruck weltweit immer mehr kommt und dass die Leute wieder anfangen, das alles zu ignorieren. Man denkt nicht zurück. Und ich höre das ja relativ oft, dass Leute zu mir sagen, warum arbeitest du da drin? Ist 70 Jahre her. Das interessiert doch keinen mehr. Ja, Nationalsozialismus ist deutsche Geschichte. Und es wird Zeit, dass die Deutschen sich damit identifizieren und sagen, okay, es ist Teil unserer Geschichte. Wir müssen damit leben.